Ich freue mich außerordentlich, dass wir hier auf der Bühne Boris Bittner begrüßen dürfen. Und er wird uns was über erzählen, über wie eigentlich beim Deutschlandradio, das kann ich sagen, mit Audio umgegangen wird. Aber ihr macht eigentlich nichts anderes als Audio per Definition. Von daher wäre das eine einigermaßen dumme Anmoderation. Das Lab Podcasts und Podcasting beim Deutschlandradio. Wir sind gespannt. Moin. Danke, dass ich hier sein darf, bevor wir zum offiziellen Teil kommen. Ich habe gerade mit Martin Rützel darüber gesprochen. Lauter, noch ein bisschen näher rangehen. Wir sind nicht die Bösen. Ich finde das großartig, was ihr hier macht. Ob das nun Entwickler sind, Programmierer, Podcatcher, Apps, Podcaster an sich. Wir machen das sogenannte professionelle Radio. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Die beiden Welten brauchen sich und ich bin auch hier schon beim letzten PPW gewesen, um zu lernen und zuzuhören. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen zugehört und habe ein bisschen was gelernt und wir versuchen ein bisschen was davon umzusetzen. Heute erzähle ich euch ein bisschen was über das Deutschlandradio an sich, das Labor und was wir mit Podcasts und Podcasting so vorhaben. Denn unser Kernprodukt ist natürlich das Audio. Mein Name ist Boris Bittner, ich bin Redakteur in der Abteilung Multimedia Online, bin auch Mitglied im Deutschlandradio Labor, einem Think Tank, über den ich gleich noch ein paar Worte verliere, war davor 17 Jahre lang Funk- und Fernsehredakteure für diverse Institutionen wie die Deutsche Welle, RTL, Sat.1 und Bundeswehr TV, Klammer auf, ja, das gibt's wirklich, Klammer zu. Vielleicht noch die gute Nachricht zu Beginn, weil ihr euch hier so leidenschaftlich engagiert mit dem, was ihr so tut, mit allen Erfolgen und mit allem Scheitern, was dazugehört, lässt sich einfach sagen aus der gebührenfinanzierten Ecke, aber wie gesagt, die eine Welt schließt die andere nicht aus und ich finde, wir können ein bisschen was voneinander lernen. Ich war vor ein paar Wochen in London in der iTunes-Zentrale und unsere Ansprechpartnerin dort für unsere Podcasts hat mir klar gesagt, dass Deutschland tatsächlich noch ein Entwicklungsland ist, was Podcasting und Podcasts angeht. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben. Lasst euch nicht entmutigen in dem, was ihr tut, auch wenn es manchmal daneben geht. So viel dazu. Ich habe das Deutschlandradio Labor erwähnt. Ich habe hier die Kontaktdaten schon mal aufgeschrieben und lasse das jetzt vielleicht noch ein paar Sekunden stehen, falls das jemand aufschreiben möchte. Ja, nein, ansonsten gehen wir weiter. Das Deutschlandradio Labor hat zwei Chefs, einmal Nicola Balkenhol, die gleichzeitig auch die Abteilungsleiterin der Abteilung Multimedia Online ist. Und Markus Heidmeier von der Kooperative Berlin, unser externer Berater und gleichzeitig Co-Chef des Labs. Die Teammitglieder des Labs wechseln, kommen aber ganz überwiegend aus IT, Online und Programm. Die derzeitigen Mitglieder sind Katrin Stövesand vom Deutschlandfunk Hintergrund, Markus Frani von die Radio Wissen, Andreas Lemke, unser Schnittstellen-CMS-Superredakteur, Richard Weiß aus der IT, Manfred Hilling von Deutschlandradio Kultur, meine Wenigkeit und jeweils andere, die je nach Bedarf zu Projekten dazukommen. Was machen wir so? Wir produzieren lineares Audio im Deutschlandradio, bei Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und die Radio Wissen. Vergessen wurde darüber in den letzten Jahren, dass es noch mehr Ausspielwege gibt und dass es einen digitalen Wandel gibt. Und da sind wir mit Hochdruck dran, um das zu unterstützen. Wir sind ein Think Tank, wir experimentieren, wir verwerfen, wir scheitern mit unseren Ideen und mit unseren kleinen Projekten. Wir multiplizieren das, was wir gelernt haben, auch von euch ins Haus. Wir arbeiten an Mediatheken und Apps. Wir beschäftigen uns mit multimedialen Storytelling-Formaten, arbeiten zurzeit mit Pageflow und denken auch jetzt über neue Formate und Software nach, mit denen wir arbeiten können. Wir überlegen, wie wir Workflows verbessern können im Haus. Also wie kriegen wir das Grundprodukt Audio besser auf alle Ausspielplattformen inklusive den Social Media? Metadaten sind dabei ein riesiges Stichwort. Die ARD ist dabei, ein Metadatenprojekt aufzusetzen, bei dem untereinander die Rundfunkanstalten nur noch Metadaten austauschen und nicht mehr Digitalbeiträge auf irgendeiner Platte. Das könnte auch interessant sein für Privatpodcaster. Ich bin reingerutscht auch über den PPW in die Podcast-Ecke beim Deutschlandradio und kümmere mich unter anderem um unsere iTunes, Spotify, Deezer und andere Auftritte. Ich kümmere mich auch um die Renovierung unserer Newsletter, Klammer auf, ich war immer ein Newsletter-Hasser, bin aber mittlerweile davon überzeugt, dass das ein guter Weg ist, auch die Menschen zu erreichen, Klammer zu.
Und wir kümmern uns um das, was da sonst noch so kommen mag an neuen Technologien und Plattformen. Weil wer weiß, was in 5 Jahren an toller Technik da ist, was an neuen Formaten da ist. Wir sind dabei und versuchen zu lernen und zu multiplizieren. Wir machen auch Workshops und Konferenzen. Den ersten hatten wir schon, das ist der rechte, den ihr hier seht. Der linke, den ihr dort seht, darauf komme ich am Ende nochmal zu sprechen. Da könnt ihr euch die Daten vielleicht nochmal aufschreiben. Wir laden Gäste ein und denken nach über das Medium Radio und das Audio an sich und wie wir das künftig besser machen. Jetzt aber, Podcast beim Deutschlandradio. Zurzeit haben wir 113 Podcasts im Angebot, die letztlich die linearen Sendungen abbilden. Sendung samt Beiträge oder ganze Sendung. Wir bieten das natürlich auf unserer Desktop-Seite an und das sieht zurzeit noch so aus. Lasst euch Zeit. Ich weiß. Ja, ich erspare euch die ganze Seite, denn auch wir sind nicht ganz glücklich damit. Aber der erste Fortschritt des letzten PPW ist tatsächlich, dass wir die Links wieder eingebaut haben, damit sich die Leute das kopieren können. Viele wollten das, das haben wir eingebaut. Das Layout an sich, naja. Es wird besser, das hoffen wir. Wir sind dabei und werden die Desktop-Seite ein bisschen aufbohren. Ihr seht hier jetzt so eine wüste Mixtur aus Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunk. Wir werden anbieten, dass man die Podcasts nach der Sendung auswählt, dass man sie nach Themen auswählt. Und wir werden den Abo-Button installieren für die einzelnen Podcasts. Ihr seht, wir sind lernfähig. Das mit der Copy Earl machen wir dann auch etwas besser. Und das, was ihr hier seht, ist tatsächlich ein Entwurf. Vom Layout und den Funktionalitäten höre ich auch dieses Mal wieder sehr gut zu. Und wir werden das immer weiterentwickeln. Aber wir müssen halt irgendwann anfangen. Und auch unser Haus, obwohl öffentlich-rechtlich und gebührenfinanziert, hat nur so und so viele Menschen in der IT, von denen der eine mal krank ist, der andere in Urlaub und der dritte hat Elternzeit, bleibt ein Hansel für alle drei Programme. Das ist relativ wenig. Und vielleicht an dieser Stelle, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, das Deutschlandradio kriegt 48 Cent von eurem Rundfunkbeitrag für alle drei Programme im Monat anteilig. Das ist nicht so viel, summiert sich in der Summe natürlich und ist viel mehr als ihr habt, aber auch wir haben Grenzen. Auch das waren so die Sachen, die ich beim letzten Mal gehört habe auf dem PPW. Das ist ein etwas größeres Problem, weil es müssen sich Menschen darum kümmern. Und nochmal, auch wir haben nur so und so viele Menschen, die händisch sich um solche Dinge kümmern können. Aber wir arbeiten daran. Und Stichwort Workflows und wer macht was und ausgehend von den Funkredaktionen, wie kann ich mein Produkt besser verschlagworten und besser an den Mann und die Frau bringen. Wir sind dran. Noch 2 Dinge, eigentlich 3. Danke Einstein. Forschung aktuell und Wissenschaft im Brennpunkt, die DLF-Sendungen haben eine Sendung gemacht aus, ich glaube, 12 Teilen, Raum trifft Zeit, Einstein auf dem Prüfstand zum 100. Geburtstag der allgemeinen Relativitätstheorie. Und zum ersten Mal haben wir uns entschlossen, wir probieren das mal, dass wir außerhalb des ganz normalen linearen Podcasts Forschung aktuell und Wissenschaft im Brennpunkt nur diese eine Reihe samt Logo iTunes anbieten. Lohn der Angst war, dass nach 48 Stunden dieser Podcast in Wissenschaft und Medizin auf der 1 war. Als wir das gemacht haben, das Logo ist Marke Eigenbau Bittner und ist sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, das gebe ich zu, aber iTunes war relativ glücklich damit und vielleicht dann noch der kleine Hinweis für alle anderen, die Podcasts produzieren und Logos produzieren. iTunes legt sehr großen Wert darauf, dass die Logos sehr, sehr einfach gehalten sind. Das erhöht tatsächlich die Chance, dass sie oben gefeatured werden im iTunes Podcast Store und erhöht die Chance, dass sie gesehen werden. Je mehr Kleinteiligkeit auf dem Podcast-Logo, desto unwahrscheinlicher, dass die Leute draufgehen. Das hat deren Medienforschung ergeben. Ich gebe das hier nur weiter. Neben dem ganz normalen Podcasting, also dem Abbilden der linearen Sendung, müsste ja eigentlich mehr gehen, nämlich das, was ihr tut. Frei podcasten. Deswegen habe ich mir überlegt,
dass man das hier machen könnte. Wir haben uns, ich darf euch leider noch nicht erzählen, was wir da genau machen, weil es wirklich noch in der Beta-Phase ist. Wir haben eine DLF-Sendung, die wir jetzt aufbohren. Und auf Basis dieser Sendung soll eine neu moderierte, neu dramaturgisch strukturierte Version nur für den Podcast entstehen. Wir orientieren uns da an Vorbildern wie Radiolab, Invisibilia und solchen Formaten. Also ein bisschen lockerer, nicht ganz so verlautbarend, nicht ganz so seriös, aber trotzdem seriös. Daran arbeiten wir und ich hoffe, dass ich, wenn ich das nächste Mal hier bin, ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Das große Stichwort, ich glaube auch des Treffens dieses Mal, kuratierte Podcasts. Einige haben in Sessions schon darüber gesprochen. Wir haben es hier auch auf dem Beamer gesehen. NPR macht das vor und andere machen es vor, wie sowas aussehen könnte. Hand ausgesucht von Menschen und nicht von Algorithmen. Aber das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Siehe Spotify, die machen das auch. Earbud FM von NPR macht das, indem Kategorien vorgegeben werden für das, was du vielleicht hören möchtest und macht dir Vorschläge. Das heißt, das Personalisieren und das Nachdenken darüber, was vielleicht toll ist, wird dir abgenommen von Menschen und einem Algorithmus. Und das ist auch ganz schön und vom Grafikdesign aufgebaut. Daniel Büchele ist hier und hat mir netterweise erlaubt, diesen Screenshot zu nehmen. Der Bayerische Rundfunk arbeitet an einer App. Er arbeitet an einer App, die sowohl die Hörerwünsche und Vorlieben als auch den Algorithmus als auch das Kuratieren durch die Redaktion nutzen wird, um die Podcasts vorzuschlagen, die man hören kann. Das finde ich eine ganz tolle Idee und da werden wir sicherlich noch drauf gucken und im Gespräch bleiben, weil das ist auch die Richtung, in die wir gehen wollen. Kuratiert auch beim Deutschlandradio Fragezeichen? Ja, unbedingt. Das ist der Weg, den wir gehen wollen und müssen. Arbeitsentwurf. Wir überlegen, aus der Vielzahl dieser Podcasts und Themen, die wir anbieten, 113 Podcasts, es sind aber hunderte Beiträge, den Menschen einfach ein bisschen das zu geben, was sie vielleicht auf den Startseiten und in der normalen App, die da auch kommen mag, nicht finden. Und so, da wird sich ein Herr Bittner hinsetzen und sich überlegen, was war denn heute toll im Programm, was würde ich gerne hören und wird das den Leuten vorschlagen, in diesen Podcast packen und das Ganze auch per Newsletter bewerben, weil wir der Meinung sind und wissen durch die Medienforschung, auch über NPR, die das sehr erfolgreich anwenden, dass ein Newsletter ein gutes Mittel ist, um die Menschen zu erreichen. Gerade was die Altersgruppe der Deutschlandfunkhörerinnen angeht, die immer noch per Mail arbeiten und vielleicht nicht ganz selbstständig auf eine App gehen. Wir können uns Dossiers vorstellen zu einem ganz bestimmten Thema, das gerade jetzt sehr aktuell ist und hoffen, dass das Ganze bald auf euren Kopfhörern auch so angeboten wird und zu hören ist. Zum Schluss nochmal kurz der Hinweis auf das Deutschlandradio Labor, das sich zweimal im Jahr zu einer Konferenz trifft. Die nächste Konferenz am Donnerstag um 15 Uhr im Funkhaus Berlin. Gäste sind Nele Heise, die gleich sprechen wird, Marco Schuler, Klaas Daumann von Heute Plus und Tarik Amir vom Deutschlandradio Kultur. Wer teilnehmen möchte, zuhören möchte, der möge sich bitte anmelden unter lab@deutschlandradio.de. Wir werden das Ganze auch als Audio streamen. Das wird auf dem Lab-Blog dann nochmal bekannt gegeben. Das war's soweit. Danke fürs Zuhören und vor allen Dingen danke fürs Hören. Vielen Dank. Das Publikum dazu. Also entweder ich war so schlecht oder ich war so gut, dass alle Fragen beantwortet sind. Na gut. Da. Das Eis ist gebrochen. Was mich interessieren würde, am Anfang hieß es, dass bei iTunes irgendwie festgestellt wurde, dass die deutsche Szene so ein bisschen rückständig wäre. Da würde mich interessieren, welche Aspekte denn da so zentral sind. Also geht es da um die Zuhörerzahlen, geht es um die Technik, geht es um die Verbreitungswege? Also was haben die festgestellt? Weniger, wir sind einfach, die Leute in Deutschland hören nicht Podcasts. Wir sind kein On-Demand-Podcast.
Wir sind keine On-Demand-Gesellschaft. Wir bewegen uns zwar in die Richtung, aber andere haben das vorgemacht, Amerika natürlich zuallererst. Aber das sind wir nicht. Wir sind immer noch die Tatortgucker, die sich um den Fernseher rein um 20.15 Uhr, weil es um 20.15 Uhr läuft. Und das wächst erst langsam. Das heißt, es ist wirklich eine Riesenchance, sowohl für die Öffentlich-Rechtlichen aus diesem linearen Korsett auszubrechen und für Nischen-Podcasts sich zu etablieren und Dinge anzubieten, die man auch bei den Öffentlich-Rechtlichen oder anderen Privaten nicht angeboten bekommt. Mhm. Hatten die irgendeinen Index, mit dem sie das vermessen haben? Also was weiß ich, gehörte Stunden Podcast pro Einwohner pro Woche oder sowas? Das haben also die ganz bestimmt, aber das würden sie mir nicht sagen. Ich dürfte noch nicht mal Fotos machen in der iTunes-Zentrale. Also ob uns jetzt Faktor 3 oder 4 fehlt, das kann ja sein, dass es in den USA nur Powerhörer sind, dann aber sehr viel. Nein, ich weiß nicht, ob du darüber was weißt. Du weißt es auch noch nicht. Ja. Wir wissen also, Deutschlandradio und die Podcasts bei uns, das ist tatsächlich eine ganz gute Hausnummer, werden so 12 bis 13 Millionen Mal im Jahr downgeloadet. Ob sie dann gehört werden, ist eine andere Frage. Das misst iTunes leider nicht. Also Completed Plays beispielsweise, das bietet Spotify auf einer Konsole an. Wir haben da die ersten drei Probe-Podcasts untergebracht und sind sehr gespannt, wie das ankommen wird. Allerdings ist diese Funktion, die Shows-Funktion, erst bei, ich glaube, 10% der iOS- und Android-User ausgerollt. Insofern ist das noch in wirklich im Anfangsstadium. Tim, keine falschen Fragen jetzt. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was dein Eindruck ist, wie innerhalb der öffentlich-rechtlichen Landschaft Podcasts mittlerweile bewertet werden, wie sich das vielleicht verändert hat und welche Bedeutung dem sozusagen zugemessen wird? Ich meine, dass es jetzt bei euch im Lab schon anders ist, ist klar, offensichtlich und auch unverzichtbar in gewisser Hinsicht. Aber ändert sich da was? Und wenn ja, was? Da ist es ähnlich wie im Rest von Deutschland. Die etablierten Radiomacherinnen kommen sehr langsam auf diesen Zug. Sie denken sich ganz überwiegend, ich mache hier ein Kernprodukt, das ist ein Radiobeitrag, der linear versendet wird, und denken nicht wirklich darüber nach, dass da eine Chance ist, den gleichen Beitrag nochmal schön anzubieten auf anderen Plattformen, egal auf welcher Plattform. Das wandelt sich, weil es auch das Lab gibt, weil es Leute wie euch gibt, die sehr viel sich engagieren und über die man lesen und hören kann. Leute wie Daniel, die sich beim Bayerischen Rundfunk darum kümmern, dass es eine App geben wird, die denselben Content nochmal auf anderen Plattformen anbietet. Und wir versuchen einfach letztlich, und das gilt, glaube ich, für alle Rundfunkanstalten, so ein bisschen die Begeisterung auch bei den Autorinnen zu wecken, die ja bislang nur linear hörbar waren. Dann gab es das Audio on Demand und jetzt gibt es sozusagen die abonnierbare Version, den Podcast. Und das ist eine große Chance. Also ich habe angefangen bei der Deutschen Welle und habe auf Senkel geschnitten. Für die, die es nicht kennen, das ist Magnetband. Ich wünschte mir, dass ich meine Beiträge heute noch nachhören könnte, die guten wie die sehr schlechten. Ich finde, das ist eine große Chance, aber es ist ein sehr mühsamer Prozess bei den Privaten wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, ja. Weil es bedeutet immer auch mehr Arbeit. Will ich den Audiobeitrag auf einer Audio-on-Demand- oder Podcast-Plattform verkaufen, aus der Funkredaktion heraus, dann muss ich mich darum kümmern, dass er einen anständigen Titel hat, dass er ein anständiges Foto hat, dann muss ich Schlagworte reingeben, im Zweifel kommt dann ein wild gewordener Bitten aus dem Lab und sagt, du, Shownotes, Kapitelmarken, lass mal gucken, was da geht. Und die Jungs und Mädels sind tatsächlich auch am Anschlag. Ja, gebührenfinanziert hin oder her. Sie sind auch am Anschlag und haben so und so viel Plattformen, mit denen sie ohnehin schon arbeiten müssen. Und jeder zusätzliche Handgriff ist da für den einen oder anderen vielleicht der eine oder Handgriff zu viel. Aber es bewegt sich was. Ich schätze, dass wir in 5 Jahren da andere Einstellungen sehen werden. Mhm. Zu dem Thema Ressourcen und Metadaten. Du hast gesagt, Kapitelmarken, Shownotes, aber wer soll es denn tun? Nur habt ihr auf der anderen Seite ja da dieses Lab stehen. Und Lab so in meiner Welt bedeutet doch immer, da darf man mal was wagen und es darf vielleicht auch mal daneben gehen. Ja. Wäre es nicht mein Ansatz zu sagen, ihr nehmt euch ein Format raus, was vielleicht ohnehin irgendwie eine gewisse Nische nur adressiert und probiert da mal einen Crowdsourcing-Ansatz? Also zu sagen, Metadaten wie Kapitelmarken oder Shownotes können auch mal von Hörerinnen und Hörern zugeliefert werden und man überlegt sich nur einen sehr schlanken, jawohl, ist in Ordnung, Durchklick-Workflow dazu? Das ist keine schlechte Idee und das werde ich auch gerne mitnehmen. Kann berichten, dass wir zurzeit ein Live-Team-Projekt haben. Das heißt, während einer ganz normalen Funk
Produktion, also von Planung des Beitrages, Recherche, Umsetzung und dann Live-Sendung wird ein Online-Redakteur, Redakteurin mit im Team sitzen und wir versuchen das über die Schiene zu lösen. Das heißt, während der Beitrag entsteht, schon beim Anlegen des Beitrages kann ich einen guten Titel vergeben, wenn ich weiß, worum es geht. Bei Interviews weniger, weil ich die Kernaussage noch nicht kenne. Ich kann Schlagworte reinsetzen, ich kann, wenn der Text da ist, schon mal Shownotes bzw. Kapitelmarken setzen. Das heißt, wir müssen einfach den Workflow neu strukturieren. Das schließt aber nicht aus, dass man dann sagt, wir haben so viel im Angebot, das werden wir vielleicht gar nicht schaffen bei den vielen Beiträgen, dass man dann auf so eine Möglichkeit zurückgreift. Darüber kann man nachdenken. Mhm. Okay. So die Grundrichtung, in die ihr da lauft, gefällt mir ganz vorzüglich. Also weiter schön. So, nur Dankeschön. Mut. Man wünscht dann gerade im Öffentlich-Rechtlichen ja auch immer den entsprechenden Rückenwind, ohne den dann alles so wahnsinnig schwierig wird. Noch eine letzte Frage noch? Na gut. Ist schon recht speziell die Frage, aber die tauchte gestern in der Diskussion auf. Diejenigen, die sich mit Wissenschaftspodcasts beschäftigen und sowohl für die private Webseite sozusagen arbeiten, als auch für den Deutschlandfunk zum Beispiel. Mhm. Ist es denn, was du auch gerade angedeutet hattest, erlaubt, Content 2 zu verwerten? Also wenn ich einen Beitrag gemacht habe für den DLF, kann ich den denn einfach auf meine private Webseite stellen? Oder gibt es da auch Beschränkungen, weil der DLF das gekauft hat und damit auch der Eigentümer ist? Das ist eine ganz hervorragende Frage, Martin, weil wenn du den Beitrag gemacht hast, ist das ja dein gutes Recht. Der Beitrag gehört dir ja sozusagen. Du hast uns die Rechte verkauft. Das stimmt allerdings auch, ja. Das stimmt auch, ja. Achtung. Also wenn jemand einen Auftrag bekommt, einen Podcast zu machen für den Deutschlandfunk oder für was auch immer, dann gehört der natürlich dem Deutschlandfunk. Wenn du das zweitverwerten möchtest, musst du das vorher verhandeln. Ja, wobei den Link setzen geht immer. Naja, es geht ja um Link setzen, klar, logisch, aber es geht ja um eine Weiterverwurstelung, ne? Also so eine. Die Idee und das Problem, wo das hergekommen ist, ist, es gibt halt Kollegen, die machen im Prinzip lange Interviews und schneiden aus diesen Interviews dann kleine Häppchen raus und machen das in den Beitrag rein. Und dann wird das lange Interview möglicherweise als Podcast, als für interessierte Hörer, also wer jetzt an diesem Häppchen Feuer gefangen hat, kann dann auch noch auf meiner privaten Seite weiterhören. So, das wäre eine Idee. Genau, das hatte ich letzte Woche lustigerweise beim Zündfunk oder Bayerischer Rundfunk, da gab es eben dieses legendäre Hans-Söllner-Interview, wurde dann depubliziert, weil klar, nach einer Woche öffentlich-rechtlich muss es weg. Habe ich an Zündfunk getwittert, liebes Zündfunk-Team, wo ist es? Find's nicht mehr. Dann haben die mir den Original, also den Link zu dem Hersteller geschickt, also zu dem Autor, und der hatte das dann wirklich auf seiner Seite. Aber ich könnte mir vorstellen, das hat der verhandelt. Weil wie gesagt, es wurde einmal bezahlt oder in Auftrag gegeben und dann damit musst du neue Rechte erwerben. Ich denke auch, das ist eine Frage der Absprache. Wir hatten gestern ja. Zwei verschiedene Aussagen dazu. Ich denke, das kann man sagen. Aber ja. Noch Fragen? Okay. Das war's? Dann vielen Dank nochmal.